So, okay. File to update cost map. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wir sind wieder im Rennen. Ja, wir sind in der letzten Folge schon wieder gestorben. Allerdings aus einem Grund, der mir persönlich sich nicht erschließt, weil wir hatten volles Leben. Ich habe also keinen Plan, warum wir eigentlich gestorben sind. Außerdem ist es jetzt gerade scheiße dunkel. So, hier sind wir glaube ich hoch, genau. Ich darf hier nicht zu viel Zeit vertrödeln, weil soweit ich weiß, vertrödeln wir hier zu viel Zeit. Die spawnen nämlich unsere Items irgendwann. Oh, Alter. Okay. Ach nö. Gut, ich glaube, das wird nichts mehr. Okay, wir sind wieder ganz unten. Das wird nichts mehr. Gut, dann können wir uns also schon mal von unseren Items verabschieden. Da werde ich trotzdem mal versuchen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich rauf muss. Da muss ich rauf. Zumindest bei den anderen beiden Kisten noch möglichst viele Items zu holen. Wir dürfen uns dann aber erstmal wieder komplett neu ausrüsten. Ja, ich weiß überhaupt nicht mehr, wo wir rauf müssen. Hier müssen wir rauf. Ah, ist halt eine Scheiße. Ich wüsste echt gern, warum wir gestorben sind. Weil ich weiß, dass diese Skelette ganz schön viel Schaden machen, aber so viel, dass man mit einmal komplett stirbt, ist natürlich absolut wahnwitzig. Deswegen gehe ich davon auch nicht aus, sondern ich glaube mal eher, mit der Anzeige stimmt irgendwas nicht. Die Frage ist natürlich nur, was genau stimmt mit der Anzeige denn nicht? Ist das jetzt ein allgemeines Problem von der Anzeige, dass er unsere Lebenspunkte gar nicht anzeigt, oder ist es jetzt nur was Temporäres? Gut, wir kommen zumindest erstmal hierhin zurück. Na, das war natürlich ein Witz. Mist, wir brauchen auf jeden Fall die Stöcker. Gut, immer erstmal hier und dann. So. Ernsthaft, du kannst sie auch nicht kaputt machen. Na gut, Leute, das geht so nicht. Ah, das fängt ja gut an. Wir können uns hier nicht durchgraben, halt also. Nein. Hallo, das da. Oh, Alter, das gibt's doch gar nicht. Hä? Was ist denn jetzt hier los? Ja, nee, das funktioniert alles nicht. Das heißt also, wir sind komplett am Arsch. Gut. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt hier machen sollen. Wir haben nichts, womit wir irgendwas bauen können. Wir haben weder genug Stöcker, dass wir uns eine Pickaxe bauen können. Wir haben quasi gar nichts. Das heißt also, unsere Items sind komplett verloren. Wir sind auch gleich wieder tot, sag ich doch. Und sind jetzt hier in der Todesfalle gefangen. Von daher werde ich einfach mal runtergehen. Wow. Klar, No Speed ist natürlich aktiviert.
Das macht alles überhaupt keinen Sinn. Okay, Leute. Ich weiß gerade nicht, was das Ding von mir möchte. Irgendwie funktioniert das ganze hier Ding nicht mehr. Die Anzeige funktioniert unten gar nicht mehr. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat, dass die Anzeige nicht funktioniert. Unsere Items sind allesamt weg. Das ist nett. Ja. So, unsere Items sind komplett alle weg. Das macht natürlich alles Sinn. Gut. Ich glaube, das ganze Abdurchspiel ist kaputt. Von daher werden wir das Ding hier komplett löschen. Und nochmal komplett von vorne anfangen, weil das ist mir jetzt gerade irgendwie alles ein bisschen blöd. Ja. So habe ich mir das Ganze nicht wirklich vorgestellt. Na komm. So. Also beginnen wir wieder vom Anfang. Oh, das heißt also, wir brauchen erstmal wieder ein bisschen Holz. Zum Glück haben wir hier gleich ein paar Bäume. Und ich hoffe, dass diesmal unsere Lebensanzeige funktioniert. Aber ich meine, klar, ohne Lebensanzeige, das Spiel, das funktioniert natürlich nicht. Das können wir direkt vergessen. Vor allem, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob das jetzt ein Fehler von meinem Klon ist oder ein Fehler von meinem Test oder was da jetzt eigentlich schief gelaufen ist. Ich kann es jetzt gerade auch gar nicht testen. Doch, wir können jetzt mal kurz ertränken gehen. Da vorne ist ja Wasser. Zumindest haben wir hier gleich einen relativ ruhigen Ort. Haben wir also gleich auch mal eine schöne Bleibe. Aber bin ich mal jetzt gespannt, ob wir jetzt, ob jetzt die Schadenanzeige funktioniert. Denn wenn nicht, werden das wahrscheinlich die drei ersten und letzten Folgen bleiben. Weil unter Lebensanzeige das Spiel spielt geht natürlich gar nicht, ganz klar. Ja. Lebensanzeige funktioniert nicht. Guck mal ganz schön, ob wir hier wo zum Fick kann man jetzt hier gerade die Texturen einstellen? Geht das gar nicht mehr oder was? Aber ich habe nämlich gerade gesehen, die Anzeige funktioniert doch, nur die Texturen sind falsch. Graphics, In-Game, Advanced. Sind nicht eingestellt, sind also die Standardtexturen aktiv. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Wollt ihr mich gerade hier alle verarschen? Ach, jetzt funktioniert's. Na, schau mal einer an. Hä? Jetzt sind die Luftblasen und die Dinger direkt nebeneinander? Oh, Alter, hier funktioniert irgendwie gerade überhaupt gar nichts mehr. Das gesamte Hut ist im Arsch. Jetzt habe ich dauerhaft auch nur noch drei Herzchen. Ich höre eine Spinne. Ja, die Kölchen werden weniger.
Es ist komplett tot hier alles. Ja, jetzt habe ich drauf nur noch drei. Alter, das gesamte Hut ist am Arsch. Gut, okay. Dann war es das auf jeden Fall schon mal. Ja, ich wüsste jetzt auch gerade gar nicht, wie ich das jetzt hier so schnell beheben soll. Oh ja, also auf jeden Fall, das war's wieder mit der Folge.